Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den Postillon 24 Nachrichten. Für die Kurzmeldung heute zuständig Anne Rothäuser. Hallo. Endlich gibt es eine Lösung für alle, die einerseits nicht möchten, dass für ihre Ernährung Tiere sterben müssen, andererseits jedoch nicht ganz auf den deftigen Geschmack von Braten, Schnitzel und Co. verzichten möchten. Sogenannte Amputo-Karnivoren essen Fleisch nur, wenn es von zuvor aus medizinischen Gründen entfernten Tiergliedmaßen oder Organen stammt. Marco Bendler, der Erfinder dieses neuen Ernährungsstils, hat gerade in Düsseldorf das erste Restaurant eröffnet, das ausschließlich amputo-karnivorische Gerichte serviert. Ah, schön amputiert und dem Oberschenkel. Bei der Entwicklung dieser Ernährungsweise ließ sich Bendler von Frutariern inspirieren, von denen manche nur das essen, was von Baum oder Strauch gefallen ist, um keine Pflanzen zu beschädigen. Ich habe alle Tierärzte in der Gegend informiert, dass sie sich sofort bei mir melden, sobald sie einem Tier aus medizinischen Gründen zum Beispiel ein Bein abnehmen müssen. Wir fahren dann sofort los und holen die Extremität ab, bereiten sie zu, servieren sie unseren Gästen und die können sie dann hinterher hemmungslos verzehren. Bendler räumt allerdings auch ein, dass sich im unteren Preissegment seiner ohnehin schon teuren Speisekarte vor allem Gerichte aus Hunde- und Katzenextremitäten befinden, da die meisten Schweine-, Rinder- und Hühnerbesitzer ihre Tiere lieber gleich schlachten, anstatt sie einer kostspieligen Operation zu unterziehen. Haben Sie schon gewählt? Können Sie was empfehlen? Ja, wunderbar. Ist vor 2 Stunden reingekommen, die untere Extremität eines Rehs. Klingt sehr gut, ja. Erreicht uns irgendwann doch mal die Nachricht, dass irgendwo ein Kuhbein amputiert werden soll oder einem klinisch hirntoten Schwein die Organe entnommen werden können. Dann ist das für uns praktisch wie ein Jackpot. Als zusätzlichen Service bietet Bendler seinen Gästen an, nach dem Verzehr eines amputierten Stück Fleisches das jeweilige Spendertier zu besuchen, damit sie sich vor Ort überzeugen können, dass es noch lebt. Es gibt ja nichts Schöneres, als ein Tier zu füttern, dessen Bein wir eben noch gegessen haben, ne? Ein innovatives Restaurantkonzept, das überzeugt. Bendler sucht nun erste Franchise-Partner, vorzugsweise in der Nähe von Tierkliniken und Zoos. Da frage ich doch direkt mal Anne. Stehst du auf Wild? Kauf du dir erstmal ein neues Jackett. Die Kurzmeldung. Neue Partei Bündnis 1,90 Die Hünen gegründet. In Berlin hat eine Gruppe engagierter, großwüchsiger Bürger eine neue Partei gegründet, die sich für die Belange von Menschen mit überdurchschnittlicher Körpergröße engagieren will. Die wichtigsten Forderungen aus dem Wahlprogramm der Hünen: eine Mindestgröße für Kleinwagen, die Einführung einer Quote, die Schrebergärten verpflichtet, pro Gartenzwerg einen Gartenriesen aufzustellen und die restlose Beseitigung sämtlicher Bolzplätze zugunsten von Basketballfeldern. Perverser Spanner von noch perverserem Spanner beobachtet. Frank R. schlich sich wie jeden Samstag von Gebüsch zu Gebüsch und beobachtete fremde Pärchen durch Schlafzimmerfenster beim Geschlechtsverkehr, als er sich plötzlich beobachtet fühlte. Hinter einem Baum stand ein Mann und befriedigte sich selbst, während er zu Frank R. hinüberblickte. Als Frank R. versuchte, den Mann zur Rede zu stellen, flüchtete dieser. Frank R. reagierte entsetzt. Ich weiß nicht, ob ich je wieder unverkrampft Leute beim Sex beobachten kann, solange ich befürchten muss, dass mich vielleicht gerade irgend so ein Scheusal beobachtet. Abgetrennter Briefkopf in Mülltonne gefunden. Schock im oberbayerischen Herrsching. Dort haben 2 Müllmänner beim Entleeren einer Altpapiertonne einen abgetrennten Briefkopf gefunden. Die Polizei ließ die Umgebung absuchen, denn es könne sein, dass in unmittelbarer Nähe der Rest des Briefes auftaucht, wohlmöglich grausam zerstückelt, so ein Polizeisprecher. Anhaltspunkte in Richtung eines Täters gäbe es bisher noch keine. Man könne schließlich nicht erwarten, dass er seine Adresse auf dem Opfer zurückließe. Grausam, Anne. Liebe Zuschauer, das waren die Postillon 24 Nachrichten. Bis zum nächsten Mal.